Gleich ist es 17 Uhr und da haben wir diese Themen bei TAF für Sie. Die größten Opfer. Haben mit ihm ein Experiment gemacht, also dranbleiben hier bei TAF. Gleich geht's los. Bis gleich. Da war was los am Wochenende, ne? Die große Panne bei den Oscars. Und wir wissen jetzt, wer tatsächlich schuld daran war. Ja, und wir wissen auch, wer während der Verleihung öfters eingeschlafen ist. Hier sind die größten Geheimnisse der Oscars. Kann aber passieren. Ja, finde ich auch. Und wir kommen jetzt übrigens zu den schrillsten Schauspieler Hollywoods. Darf ich vorstellen, das hier ist Doug Drucker. Ja, der Tintenstrahldrucker. Kennen Sie nicht? Vielleicht kennen Sie ihn doch, das ist nämlich der Mann, der im ganzen Gesicht tatsächlich einfach mal tätowiert ist, hat dadurch einige Rollen im Fernsehen bekommen, aber privat auch einige Probleme, ne? Ja, wir haben ihn jetzt getroffen und ein Experiment mit ihm gewagt, was ihn tatsächlich an seine Grenzen gebracht hat. Süß. Ja, und wenn sich ein Polizist nicht von einer SWAT-Dame lösen kann? Eine was? Eine SWAT-Dame, das ist so Sondereinheit, Polizei, ah, ja, so sowas, okay, à la gut, Angelina Jolie, weißt du? Ah, ja, ja, ich hab so verstanden. Oder ein Mann felsenfest behauptet, er wäre Single, auch wenn alle anderen was anderes sagen. Dann ist das doof. Oder? Oder man ist beim Karneval und zwar nicht in Köln oder Mainz oder Düsseldorf oder so, nein, in Dormhagen. Schon mal gehört? Natürlich. Ja, zu Recht. Denn man sagt ja, dass in den kleineren Städten wie in Dormhagen es tatsächlich noch viel wilder abgeht als in den Karnevalshochburgen. Und da sind wir jetzt natürlich gespannt. Los geht's. Tore hat sich da auch irgendwo rumgetrieben. Ich hab's ganz genau gesehen. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Ja. So, jetzt kommen wir zu einer, für die wäre das wirklich alles gar nichts. Sie ist gerade mal 19 Jahre alt, lebt aber ganz schick in Paris, fährt nur mit dem Sportwagen durch die Gegend. Oh. Wenn sie reist, dann tut sie das nur mit zwei Koffern. Und wenn sie in einen Club geht, dann nur in einen sehr schicken Club mit irgendwelchen Stars. Tja, jetzt könnte man meinen, das wäre tatsächlich ein Promi oder eine Spielerfrau oder so, ne? Nicht ganz. Wer dahinter steckt und ob wirklich alles Gold ist, was glänzt. Wir haben diese Dame mal besucht und genauer unter die Lupe genommen. Aber hallo. Ja. Ach, das wird toll. Süß. Ja. Mhm. Wer erinnert sich nicht an seinen 18. Geburtstag? Endlich volljährig. Schön. Man kann allein Auto fahren. Man kann alles allein entscheiden. Man muss gar nicht Schnaps mehr die... trinken. Ja, das auch. Und die Eltern nicht mehr um Erlaubnis fragen, wenn man in den Club gehen will. Tja, was Teenager so für Probleme haben, wenn sie endlich vor dem Gesetz als volljährig gelten, das haben wir mal geguckt. Und wir können schon mal alle beruhigen. Es sind Probleme, die wir alle hatten. Ist das nicht schön? Wir haben 4 Teenager begleitet. Los geht's. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. Mann, oh Gott, hoffentlich haben die mich da nicht gefilmt. So, jetzt, wir haben bei ProSieben ein bisschen Frühjahrsputz gemacht und Sie können sage und schreibe 16 iPhone 7 und 7 Plus gewinnen und eins davon, ehrlich gesagt, ne? Nicht alle. Einer kann eins gewinnen. Aber ganz schön großer Karton, du, ne? Ja, das ist ein iPhone Plus 7. Oh, sorry. Ja, dafür müssen Sie jetzt so anrufen unter der Nummer 01379788788. Das Beste ist, keine Frage, Sie müssen nichts beantworten und erfahren sofort am Telefon, ob Sie gewonnen haben oder nicht. Viel Glück und bis gleich. Endlich verstehe ich auch das. Ach, toll, ne? So, bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei TAF. Wir machen in letzter Zeit eine ziemlich seltsame Beobachtung. Und zwar greifen immer mehr Männer zu Schönheits-OPs und Botox. Aber jetzt mal ehrlich, haben 29-jährige Männer wirklich sowas nötig? Tja, wer weiß, ne? Wir haben vor allem mal A-Liga-Schauspieler, wirklich absolute Top-Namen uns angeguckt. Hier, Zac Efron, Orlando Bloom, Tom Cruise. Und die Ergebnisse sind wirklich verblüffend und ich finde ja auch ein bisschen erschreckend. Denn wirklich gestandene Männer, wo du es nicht erwarten würdest, haben sich unter Skalpell gelegt. Und warum? Weil sie auch den Beauty-Druck haben. Hollywood-Stars sind ja immer up-to-date. Die wissen heute schon, was morgen Trend ist. Aber jetzt wurde eine 4-jährige Promi-Tochter mit scheinbar echtem Lippenpiercing entdeckt. Wer das ist, hier ist der TAF-Klatsch. Rebecca, Mensch, das warst doch du. Du musst mir jetzt aber was beantworten. Findet ihr Männer sowas echt jetzt so richtig sexy? Manchmal. So, jetzt Gewinnspiel. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel. Ich muss ein bisschen ablenken. Wir haben ein Gewinnspiel tatsächlich einige iPhone 7 Plus hier anzubieten. 17 Stück. Dafür müssen Sie uns. 17 können eins gewinnen. So, Entschuldigung. Ah, und dafür müssen Sie uns anrufen unter der Nummer 01379788788. Sie brauchen keine Frage zu beantworten. Ach, das ist doch ganz einfach. Toll. Also anrufen, viel Glück und bis gleich. Bis gleich. So richtig, ne? 17? Da sind wir wieder, hier bei TAF live aus München. Und gestern in Köln, ne, da war was los. Das ganze Wochenende eigentlich. Da haben tausende Jecken Karneval gefeiert und das war schön. Ja, dass du überhaupt wieder fit bist, ne? Und hier stehen kannst. Naja, ich stehe eigentlich gar nicht. Ich werde gehalten. Ah, ja, zwei Topmodels haben dort auch Karneval gefeiert. Hast du die gesehen? Nein. Ja, nein?
Nein, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Du kannst dich nicht daran erinnern. Und eine der beiden Damen hat tatsächlich zum allerersten Mal Karneval gefeiert. Und beim ersten Mal kann ja so einiges schiefgehen. Ja, die hatten aber Spaß, du. Aber wie verrückt. Ich habe übrigens auch einen Tipp, wenn man Süßigkeiten sammelt. Einfach Regenschirm und falsch rum aufstellen. Habe ich immer gemacht, als ich klein war. Das ist super, da kriegt man ganz viel. So. Guck, noch was gelernt bei TAF. Wir sehen uns morgen wieder mit neuen Ideen von Rebecca. Also, bis morgen. Schönen Abend. Tschüss.